Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren ja heute einen Bericht, den der vorige Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit noch vorgelegt hat und der in der jüngsten Sitzung des Innenausschusses dann durch seine Nachfolgerin, durch die neue Landesbeauftragte, vorgestellt wurde. Und ich möchte mich meinen Vorrednern sehr gerne an dieser Stelle anschließen und Herrn Lepper ganz herzlich danken für seine langjährige Tätigkeit und auch Frau Block in ihrem Amt ganz herzlich willkommen heißen und ihr alles Gute für diese wichtige Aufgabe wünschen. Der Berichtszeitraum, meine Damen und Herren, der Berichtszeitraum umfasst die Jahre 2013 und 2014. Das waren zwei Jahre, in denen es zahlreiche sehr grundlegende Debatten über den Datenschutz gab. Einige haben wir davon ja auch hier in diesem Hohen Hause geführt, etwa um Konsequenzen aus dem Geheimdienstskandal oder auch Ende vergangenen Jahres dann noch die Debatte über Safe Harbor. Und ob es nun um den internationalen Datenaustausch geht oder um die demokratische Einhegung von Nachrichtendiensten, die politische Schlussfolgerung aus diesen Entwicklungen der letzten Jahre darf keinesfalls sein, die Verwässerung der Datenschutzstandards einfach hinzunehmen oder sogar mutwillig voranzutreiben. Und wenn man sich dann anschaut, was beispielsweise auf der europäischen Ebene der Herr Oettinger als Digitalkommissar regelmäßig zum Besten gibt, was wir aber teilweise auch in den Debatten von der hiesigen CDU gehört haben, dann muss man befürchten, dass es genau in so eine Richtung gehen könnte. Aber wir wissen als Fachleute alle, dass wir im digitalen Zeitalter eben bestmöglichen Datenschutz brauchen. Daraus können sich auch Wettbewerbsvorteile ergeben. Und in diesem Sinne muss sich Europa an die Spitze setzen einer weltweiten Bewegung für einen größeren Schutz der Privatsphäre. Weil sie auch im Bericht einen großen und auch, das finde ich sehr positiv, immer größeren Raum einnimmt, eingangs einige Bemerkungen zur Informationsfreiheit. Die Einlassungen der Landesbeauftragten sind für uns hilfreicher Rückenwind für unser Vorhaben. Mehr Open Government und auch mehr Open Data in Nordrhein-Westfalen zu betreiben. Wir stehen zu unserer Ankündigung, wir werden das Informationsfreiheitsgesetz weiterentwickeln zu einem Transparenzgesetz. Wir schaffen eine gesetzliche Verpflichtung, Daten durch öffentliche Stellen proaktiv bereitzustellen. Dieses Thema ist bei der rot-grünen Landesregierung in guten Händen. Und weil ich sicher bin, dass der Kollege Herrmann es gleich anmerken wird, auch die Einlassungen zu Frag den Staat sind etwas, da handelt es sich nicht um etwas, was Sie skandalisieren können. Es handelt sich da um grundsätzliche rechtliche Einordnungen. Das Projekt Frag den Staat ist ein sehr gutes Projekt und dieses Projekt wird von keiner Seite, insbesondere nicht durch die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen, infrage gestellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als der Bericht letztes Jahr vorgestellt wurde, war noch nicht klar, dass es tatsächlich gelingen würde, gegen die nationalen Widerstände, auch aus Deutschland kamen ja große, zu einer europäischen Datenschutzreform zu kommen. Ich habe größten Respekt, gerade auch für meinen Kollegen Jan-Philipp Albrecht, der diesen historischen Erfolg erzielt hat, denn diese Reform regelt jetzt endlich, was uns so lange fehlte, nämlich verbindliche Datenschutzstandards für alle Europäerinnen und Europäer. Und wenn diese Datenschutzgrundverordnung im Frühsommer endgültig beschlossen ist, dann müssen auch die nationalen Regelungen zeitnah angepasst werden. Die zwei Jahre, die uns dann bleiben, die sind kürzer, als viele von uns sich das vorstellen. Wir wollen dafür sorgen, dass die föderale Ordnung in der Datenschutzaufsicht auch im europäischen Kontext noch aufrechterhalten werden kann und dass es dennoch eine einheitliche Rechtsdurchsetzung gewährleistet werden kann. Und wir haben uns auch hier in diesem Hause bereits 2013 festgelegt, wir werden in der Umsetzung der Reform höchste Datenschutzstandards sicherstellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend, diese Reform wird in der nationalen Umsetzung auch für die Aufsichtsbehörden eine sehr, sehr große Aufgabe sein. Es werden sich viele Fragen stellen, wie die eine oder andere Regelung denn jetzt anzuwenden ist. Deshalb haben wir vorgesorgt, die rot-grüne Landesregierung und
Die Sie tragenden Fraktionen wollen einen starken Datenschutz, der nur mit einer starken Datenschutzaufsicht geht. Deshalb haben wir bereits im Jahr 2011 das schwarz-gelbe Streichkonzert rückabgewickelt, nicht nur die zwischen 2005 und 2010 gestrichenen Stellen wieder aufgestockt, sondern zusätzliche Stellen geschaffen bereits 2011. Und wir werden auch mit diesem Haushalt, oder wir haben mit diesem Haushalt 2016 insgesamt noch mal 10 Stellen obendrauf gelegt. Das ist gut für den Datenschutz, das ist gut für die Menschen bei uns im Land und das ist gut für den Standort NRW. Vielen Dank.